Hallo, liebe Zuschauer, ich freue mich, Sie heute wieder bei unserer Sendung 30 Minuten begrüßen zu dürfen. Ich freue mich auch, dass wir heute den Buchautor Albrecht Müller bei uns haben. Herzlich willkommen, Herr Müller. Guten Herr Müller, Tag. Sie haben gerade ein neues Buch geschrieben, Der Machtwahn ist der Titel, in dem Sie ja sehr heftig mit der aktuellen Elite in Deutschland umgehen und da doch einiges auch beschreiben an Mechanismen, wie Elite funktioniert. Gibt es Probleme bei der Elite mit Beratung? Also vielleicht darf ich den Untertitel noch nennen, weil der ein bisschen was sagt, wie eine mittelmäßige Elite uns zugrunde richtet. Und das sagt ja schon, dass offenbar die Arbeit, die unsere Eliten leisten, nicht besonders gut ist, nicht besonders wirksam ist. Und das liegt zum Teil an ihrer Qualität, an ihrer mangelnden Qualität, zum Teil aber auch an schlechter Beratung. Ist denn Elite nicht so selbstständig, frage ich mal, dass sie ganz ohne Beratung arbeiten kann? Nein, bei uns ist es heute so, dass ganz wichtige politische Entscheidungen, eigentlich fast alle Entscheidungen der letzten Jahre von Beratern und von Beratungsunternehmen und anderen Unternehmen, die Beratungsfunktionen haben, vorbereitet und geprägt worden sind. Also die Agenda 2010, schon das Bündnis für Arbeit ist ganz wesentlich von der Bertelsmann Stiftung geprägt worden, wobei Stiftung nichts Genaues sagt. Es ist ein Unternehmen, das seine Interessen vertritt und eben die Politik ganz stark berät. Hartz Römisch 1 bis 3 und Hartz Römisch 4 sind von einer Kommission von Beratern gemacht worden. Und ganz wesentliche Einschnitte in unser Rentensystem sind von der Rürup-Kommission gemacht worden. Und Rürup war ja wieder im Spiel, jetzt mit einem Gutachten, als die Gesundheitsreform gemacht worden ist. Und auch eine Reihe von anderen sogenannten Reformen, etwa die Steuerbefreiung der Heuschrecken, ist mit Sicherheit von Beratern eingeführt worden. Und die Riester-Rente, da gibt es ja Kollegen des ehemaligen Arbeitsministers Riester, die wissen, dass die Riester-Rente im Flugzeug in einem Gespräch zwischen Walter Riester und dem Chef der Hamburg-Mannheimer, die dann später eingegangen ist, nicht wegen der Riester-Rente und nicht wegen dieses Gesprächs, dass das da entstanden ist oder zumindest die Konturen der Riester-Rente. Also es wird ganz wenig von den Beamten gemacht und von den Politikern. Das ist völlig anders als in der Zeit, als ich Leiter der Planungsabteilung war im Bundeskanzleramt. Da haben wir gearbeitet. Heute arbeiten die Berater oder sie tun so, als würden sie arbeiten und es kommt meist das Gleiche raus. Das ist, verzeihen Sie, es ist unglaublich viel Stuss dabei, was heute in der Politik beraten wird. Herr Müller, Sie sind ja jetzt gelernter Ökonom, Nationalökonom. Ja. Gibt es heute in den Ministerien, im Bundeskanzleramt noch eine Struktur, die in der Lage ist, vernünftig zu beraten? Also das ist etwas, was auffällt. Es fehlt eindeutig an sogenannten Makroökonomen, also an Leuten, die was von Konjunkturpolitik verstehen. Ja. Ich fing als Redenschreiber in Bonn an von dem damaligen Wirtschaftsminister Karl Schiller. In dessen Ministerium war es voll von guten Ökonomen und auch in den Fraktionen, also Franz Josef Strauß, der Gegenspieler von Schiller oder Mitspieler, wie man will, in der Großen Koalition, der hat immerhin Nationalökonomie in Innsbruck noch nachstudiert. Und es gab einen parlamentarischen Staatssekretär, Klaus-Dieter Arndt bei Schiller, das war ein ausgezeichneter Ökonom und es gab eine ganze Reihe anderer, auch die mir so ein paar Mal politisch nicht nahestehen, wie Hans Tietmeyer, der Herr Schlecht und Schöllhorn, das waren alles gute Ökonomen, wenn auch CSU und CDU, was mich nicht juckt, wenn sie gut sind. Und man konnte davon ausgehen, dass die alle ein bisschen was davon verstehen, wie man mit zum Beispiel mit einer Rezession umgeht. Und 1968, als wir auch schon eine Rezession, wenn auch eine viel kleinere, weniger Tiefe hatten, da hat Strauß und Schiller und die ganze Bundesregierung, die haben ganz klar gewusst, jetzt müssen wir in guter Stimmung machen, jetzt müssen wir, der Bund selber muss investieren, damit die Unternehmer wieder Mut fassen und damit es aus dieser Krise herausgeht. Was haben Sie heute? Sie haben eine Bundeskanzlerin, die tritt vor den Arbeitgeberverband und sagt, Deutschland ist ein Sanierungsfall. Das ist doch ungeheuerlich, wenn man macht das Land schlecht und denkt, dass dann jemand kommt und hier investiert. Oder unser Finanzminister, der sagt, die Leute sollen statt zu konsumieren und statt Ferien zu machen, sollen sie
in Privatvorsorge investieren. Der hat noch nicht mal begriffen, dass wir eine ungeheure Konsumschwäche haben. Ja. Der ist nicht mal fähig, mit den Einzelhändlern zu reden, ja, und mit den Konsumenten und mit Familien, um zu wissen, das braucht man ja nur zu erfragen, dass das fehlt ihnen allen an Geld und beim Einzelhandel kommt nicht viel an. Also die wissen das doch. Eigentlich kann man es wissen und dennoch haben wir diese absolut unfähigen Leute an der Spitze, was diese Makroökonomie betrifft. Sie haben eben schon angesprochen, die Binnennachfrage ist ja auch ein Parameter, den wir als Gewerkschaften als einen sehr wichtigen Parameter sehen, dass wir die Binnennachfrage stärken. Wir diskutieren jetzt wieder, wie hoch sollen Lohnerhöhungen werden. Spielt es für die Wirtschaft in Deutschland irgendeine Rolle, wie hoch die Löhne sind? Und andersrum gefragt, ist die Mehrwertsteuererhöhung, die wir gerade zu Beginn des Jahres erlebt haben, in irgendeiner Weise positiv zu werten? Also auf keinen Fall ist die Mehrwertsteuer positiv zu bewerten, weil sie ja in einer ohnehin sehr labilen Situation mit einem kleinen Aufschwung nochmal reinhaut und Konsumkaufkraft wegnimmt, statt das zu geben. Und es ist ja so, dass der kleine Aufschwung, den wir haben, der völlig überschätzt wird in seiner Bedeutung. Ja. Der ist ja bei vielen Leuten überhaupt nicht angekommen. Dieser kleine Aufschwung ganz wesentlich auf einem weiteren rasanten Zuwachs beim Export basiert. Im Konsum ist überhaupt nichts gewachsen, weil nämlich die Leute gar kein Geld haben und weil sie im Übrigen Angst haben, das Geld, soweit sie welches haben, auszugeben. Deshalb mangelt es eindeutig an Binnennachfrage und wir täten nicht nur für unser Land was Gutes, sondern auch für unsere Nachbarn und Europa insgesamt, wenn endlich bei uns die Löhne im Rahmen der Produktivität wenigstens steigen würden, damit die Menschen mehr Mut fassen, einzukaufen. Und dann kommt es auch bei der Wirtschaft an und dann gibt es einen nachhaltigeren Aufschwung, als wenn man nur auf dem Export basiert und dann immer mehr Leistungsbilanzüberschüsse hat und es geht auf Kosten anderer. Denn jeder Leistungsbilanzüberschuss, wie wir haben, das sagt man englisches Wort, beggar thy neighbor, das heißt, wir exportieren und bauen hier bei uns ein bisschen Arbeitsplätze auf Kosten der Nachbarn, die nicht mehr mitkommen in dieser Konkurrenz. Ja. Und das ist schon auch eine falsche Politik innerhalb Europas. Ja. Wenn wir jetzt nach Europa schauen, Sie haben ja auch ein bisschen Übersicht. Wie sieht das in anderen europäischen Staaten aus mit Lohnerhöhungen? In Deutschland hat es faktisch in den letzten 10 Jahren eine Verschlechterung der Löhne gegeben, um fast 1% haben wir ein Minus. Wir haben Minus seit 1993. Ja. Und das ist ja wahnsinnig, wenn man sich das mal ausrechnet. Das muss ich vorweg sagen, ich habe das mal ausgerechnet, das sind jedes Jahr 700 Milliarden Euro Produktionsverlust. Mhm. Ja, wenn man das von 1993 bis heute rechnet, dann waren das im Jahre 2005, da habe ich das ausgerechnet, für das Buch, da waren das 700 Milliarden, das ist fast ein Drittel unseres Bruttoinlandsproduktes, die wir nicht schaffen, weil die Kapazitäten brach liegen in den Industriebetrieben und an Arbeitskräften. Ja. Und das ist der helle Wahnsinn. Ja. Und natürlich mangelt es an Löhnen und es hätte an mehr Kaufkraft geben müssen und dann hätte man insgesamt mehr produziert und damit hätte man Schulden abbauen können und damit hätte man es den Leuten besser gehen lassen können und damit hätte man auch noch mehr investieren können, denn wenn Sie sich mal umgucken, ob das nun unsere Universitäten sind, unsere Schulen oder ob es die Kanalisation ist, überall leben wir von der Substanz. Ja. Und das muss man sich mal vorstellen in einer Zeit, wo es wo Arbeitslose da sind, wo Menschen da sind, wo Tiefbaubetriebe, Hochbaubetriebe da sind, die bauen könnten und dergleichen mehr. Ja. Also ich will mal was Hartes sagen. Ja. Wenn heute ein intelligenter Rechtsradikaler auf die Idee käme, dem schrecklichen Nazis nachzumachen und zu sagen, wir machen ein großes Investitionsprogramm, der würde die Leute hinter sich kriegen, schrecklicherweise. Ja. Und ich finde das schrecklich, dass Sozialdemokraten zum Beispiel nicht auf die Idee kommen zu sagen, wir machen ein großes Investitionsprogramm. Ja. Sie lassen die Gewerkschaften völlig hängen. Ja. Die IG Metall fordert es, Verdi fordert es. Ja. Und das ist richtig. Das ist nicht so, dass daraus Schulden entstehen, sondern mit einem Investitionsprogramm würden wir Steuern schaffen, da würden wir Sozialbeiträge mehr kriegen.
es würden die Haushalte entlastet. Ja. Und nur wenn man die Konjunktur anschiebt, kann man Schulden abbauen. Das ist eine Erfahrung, die andere Länder machen. Sie hatten vorhin gefragt nach anderen Ländern. Ja. In Großbritannien sind die Löhne gestiegen und steigen. In Frankreich sind sie mehr gestiegen. In Spanien sind sie mehr gestiegen. In Italien sind sie mehr gestiegen. In Dänemark sowieso und in Skandinavien. Nur bei uns sind die Löhne und die Lohnstückkosten immer weiter verringert worden. Das ist wirklich eine so inkompetente Entwicklung und auch eine schlechte Entwicklung für unser Land, dass man sich nur wundern kann. Das ist also ein ökonomisch falscher Weg, der da gegangen wird in Deutschland, auch wenn man das mit dem Ausland vergleicht. Jetzt ist ja zum Beispiel England gibt es einen Mindestlohn, der zwischenzeitlich um die 9 Euro liegt. In Frankreich gibt es auch Mindestlöhne, in Italien gibt es Mindestlöhne. Wären Mindestlöhne denn auch eine Strategie, die da ein bisschen was zu beitragen könnte? Mindestlöhne wären eine Hilfe. Ja. Aber es muss immer dazu kommen, dass man die Wirtschaft insgesamt belebt, weil ich will das ja nicht, jetzt will das nicht die Gewerkschaften kritisieren wegen ihrer Mindestlohnforderung. Ich halte es für richtig, aber man muss nüchtern betrachten, das ist wie mit Arbeitnehmerrechte insgesamt. Die sind nur so viel wert, wie die Konjunktur stimmt. Mhm. Sie können auch bei Mindestlöhnen nicht ausschließen, dass ein Unternehmer, wie es in den neuen Bundesländern schon in den 90er Jahren geschah, dass er sagt, jawohl, ich zahle dir diesen Mindestlohn, aber du schaffst 3 Stunden länger in der Woche. Und dann, also das Kontrollproblem sozusagen. Ja, das Umgehung, das ist, was will der arme Mensch machen, wenn er keinen Arbeitsplatz in der Nähe hat? Deshalb, ich sage nicht, dass ich dagegen bin, ich bin dafür, aber man muss es kombinieren mit dieser Offensive des Ankurbelns unserer Ökonomie. Ja. Ankurbeln der Ökonomie, die Neoliberalen sagen, das gibt ein Strohfeuer. Gibt es Argumente, die das belegen, oder ist das also einfach? Das ist ja so, dass diese Neoliberalen oder die herrschende Meinung heute, die leben ja eigentlich nur von geliehenen Gedanken, so sage ich. Ja. Also die greifen irgendwo in die Luft und dann haben sie irgendwo was gehört und dann beten sie das nach. Und wenn viele das nachbeten, dann erscheint es als richtig. Das ist die alte Geschichte, wenn alles wiederholt wird und nochmal wiederholt. Das steht in meinem letzten Buch drin, schönes Wort von George Orwell, wenn die Lüge immer und immer wieder gesagt wird, dann geht die Lüge in die Geschichte ein und wird zur Wahrheit, so ungefähr. Ja. Und das haben wir eben heute auch mit diesem Phänomen, dass das angeblich Strohfeuer sei. Das ist sehr witzig. Die gleichen Institute, die heute das behaupten, die haben noch in den 70er Jahren Gutachten gemacht darüber, welchen großen Erfolg der Helmut Schmidt mit seinem damaligen Zukunftsinvestitionsprogramm gehabt hat. Ja. Also als ich noch Abgeordneter oder Kandidat war in der Südpfalz, da weiß ich noch wie heute, wie ich in Annweiler war und der Bürgermeister mir erklärt hat, Bürgermeister Stöcklein, hier die evangelische Kirche haben wir mit dem Zukunftsinvestitionsprogramm erneuert und in der Wassergasse haben wir was erneuert und noch ein drittes Projekt, das ist alles, lauter sinnvolle Sachen sind mit dem Zukunftsinvestitionsprogramm der zweiten Hälfte der 70er Jahre gemacht worden und damit sind Arbeitsplätze geschaffen worden und das damalige IFO-Institut war das, glaube ich, oder das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, beide haben positiv Stellung genommen zu diesen damaligen Konjunkturprogrammen und das eine Institut hat, ich glaube, das war IFO, hat gesagt, 400.000 Arbeitsplätze hat alleine dieses eine Programm geschaffen. Ja. Also das ist so lächerlich, ja, jetzt ist es Mode zu behaupten, es sei ein Strohfeuer. Das kann man sehr schön nachweisen. Es war eine Pressekampagne von Seiten der Union in Ende der 70er Jahre. Noch Barzel hat und Kohl haben immer gesagt, noch Kohl als Oppositionsführer, und so viele Programme, 17 Programme hat der Helmut Schmidt gemacht und nichts hat gebracht, nur Strohfeuer. Das ist in die Menschen hineingetrimmt worden, hatte mit den Fakten.